Moin Jungs, hier ist euer Marc und ich habe jetzt endlich ein großes Announcement für euch. Ich spiele jetzt bei Fnatic Apex. Los geht's! Heute dreht sich natürlich nicht um meine Apex-Karriere bei Fnatic, wäre ja auch zu schön war und eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen. Geht um neue Pad von Fnatic, Leute. Das ist Focus 3. Hab hier mal eine Review gemacht zu meinem alten oder eins meiner vorherigen Mainpads, zu dem Dash damals. Dash war damals sowas ähnliches wie das Aqua Control, nur ein bisschen softer mit einer 4 mm dicken Matte. Gut abgenähte Ränder, war ein bisschen preisintensiv damals, kostet auch immer noch 59,95. War von Fnatic der erste Versuch, sie nannten es F13 irgendwas Surface, war einfach nur Fiber, also ein Hybrid-Pad. Synthetische Fasern, zusammengewebt auf ein 4 mm Pad. War damals auch gut, kam gut an, glaube ich. Haben viele gern gespielt, spielen auch Leute immer noch gerne. Hält sehr lange. Weiß auch Leute, die es regelmäßig sauber machen, die auch älter sind, dieser Thomas und so. Und ja, solides Pad. Bisschen teuer gewesen, aber okay. Und Fnatic hat sich gedacht, wir hatten früher schon mal einen Focus, also die hatten schon mal ein Stoffpad, was Focus hieß. Und ich dachte, machen wir mal ein neues. Warum machen wir ein neues? Weil Stoffpads immer noch sehr beliebt sind, Leute. Stoffpads sind halt smoother, angenehmer auf der Haut, nicht so rau am Handgelenk. Vor allen Dingen, wenn man ohne einen Wrist, also hier ohne einen, was am Arm spielt, ohne Ärmel, ohne irgendwas, sondern einfach nur einen blanken Arm und lange drauf ist, ist ein Stoffpad viel schöner. Ist einfach angenehmer, weicher, Konturen sind schöner. Viele Leute, die lange spielen, kennen eigentlich nur Stoffpads und wollen immer bei einem Stoffpad bleiben. Das sind halt die, die nicht Hardpads gespielt haben. Für die haben die jetzt einen Focus 3 gemacht. Das habe ich hier für euch, habe das gespielt. Muss sagen, also jetzt ohne Müll, ich habe es aus der Box geholt. Ja, das Ding hat, was hat der Spaß gekostet? Das ist Dash, sorry. Das Focus 3 in der Ausgabe D, was bei dem Desk Size ist, wozu ich gleich komme, hat gekostet 29,99 und 6 Euro Versand. Quasi ein 36er für ein Desk Size. Ihr holt das Ding raus, so wie ich es regelmäßig mache, und denkt euch, Alter, geil. Und hier war wirklich so, hast rausgeholt das Pad. Ja, die Box, also es war stark gerollt. Es hat hier hinten auch immer noch eine ganz kleine Welle hier hinten am Ende. Ist immer noch nicht ganz flach, aber ihr seid sofort überzeugt. Die Qualität für 30 Euro, also für 36 Euro, bei einem Pad mit einer Größe von 950x450 und das 4 mm dick ist. Keine Ahnung. Einzige, den ich noch kenne, der rankommt von der Qualität, ist Dornfinger und von der Preisleistung. Das sind die einzigen, wo ich sagen würde, die spielen mit in der Liga. Aber das ist halt eine andere Art von Pad jetzt, was ich auch gleich erklären werde. Also nur rein preisleistungstechnisch. Gibt es keine Konkurrenz gerade. Gibt noch vielleicht eins, das ist ein bisschen rauer, da komme ich noch irgendwann mal zu. Aber derzeit, in meinen Augen, jetzt kommt es, Leute, das, was ihr immer hören wollt, das ist derzeit in meinen Augen das beste Stoffpad mit der besten Preis-Leistung, den besten Eigenschaften. Für mich die Stoffpad-Überraschung des Jahres. Hab auch alle anderen schon hier, was gerade Fame ist, Leute, ist alles Müll. Kann alles wegschmeißen. Ja? Das Eclipse war noch gut, aber das ist halt nicht in der Größe, das kostet in halb so groß fast das gleiche, ja. Das Ding ist geil, Jungs. Da gibt es keinen Weg dran vorbei in den Focus 3, wenn ihr Stoffpad-Fans seid. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Also als allererstes, das Ding liegt hier. Das Einzige, was mich leider wieder an meinem dummen Ikea-Desk stört, ich habe keine Ahnung, mir hat mal einer gesagt, ich weiß gar nicht, er hat den gleichen Tisch wie ich und wenn er das sieht, wie bei mir die Pads rutschen, er weiß gar nicht wie, weiß nicht, Diggi, vielleicht, weil ich so viel spiele, die ist es abge... ich weiß nicht, auf jeden Fall, für mich könnte es ein bisschen besser halten, aber eigentlich, ja, wenn man sich hier unten den Gummi anguckt, das ist der typische Pfeilgummi, wie immer, und der ist auch schön tief und wenn ich mir den Finger rübergebe, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber auf euren Desk wird es Bombe halten, Leute. Keine Angst, hält super. Das ist das Erste. Die Größe habe ich angesprochen. 950 mm in die Richtung und 45 mm in die Richtung. Ist für die meisten von euch völlig okay. Ich setze mich mal ran und tue so, als wenn ich was spielen könnte. Ich mache es hier unten an den Rand. So sitze ich da. Eine Handbreite oben noch frei. Wenn ich es ein bisschen hoch mache, dann sind es fast anderthalb, zwei Hände oben frei. Das ist okay. Das kann man machen.
Links und rechts wird genug Platz sein. Mit einer Full-Size-Keyboard wird es ein bisschen schwer. Ich würde halt mit einem Mini-Keyboard hier drauf spielen. Damit läuft es auf jeden Fall. Das Design seht ihr hier, das ist ganz unauffällig bei Fanatic. Die haben ja auch ganz entspannt einfach nur hier unten in der Ecke ihr kleines Logo gemacht. Das ist auch nicht aufgenäht oder so. Beim Dash ist es silber und wie aufgeklebt. Da habe ich damals dran rumgepult und habe gedacht, was ist denn das? Haben wir hier nicht. Ist so einfach nur in Farbe eingelassen, in Fanatic Orange. Dezent, stört nicht. Mega gut. Dann haben wir hier, ich mache mal hier meine 3-Euro-Maus weg hier. Meine Roblox-Maus packe ich mal weg. Na, die ganzen TikToker, die mich beleidigt haben nach meinem Montapet-Video. Ich hab geheult. Also, guckt euch mal hier die Naht an, Jungs. Ne? Gucken wir uns mal von hinten noch an. Ich gucke gerne von hinten. Meistens werde ich geschockt, wenn sie sich umdrehen. Haben wir uns das angeguckt von vorne und hier hinten. Bitte nicht umdrehen. Oh. So, hat geklappt. Habt ihr alles gesehen? Naht sehr schön eng gewebt. Enge Webung mag ich. Da haben sie dem Spaß, glaube ich, auch einen Namen irgendwo gegeben. Moment. Muss scrollen. Ach so, Micro-Knit Stitched. Heißt nichts anderes als in Anführungsstrichen mikro-eng oder sehr eng mit wenig Lücken. Gibt es andere Pads, die von sehr bekannten YouTubern gemacht wurden mit anderen großen Companies zusammen, wo es aussieht, als wenn, keine Ahnung, Digga, als wenn noch ein Arm zwischenpasst zwischen den einzelnen Nähten hier an der Seite. Das ist mega gut, Übergang gut. Der ist nicht sehr lang, also. Der Übergang ist sehr kurz. Beim Razer Strider zum Beispiel ist er sehr flach, aber dafür weit reingehend ins Pad. Hier ist er schön rund, sehr kurzer Übergang, unten gut anliegend, sehr schöne Naht. Und die sieht auch eigentlich auf einmal drumherum geguckt perfekt aus. Die hat nirgendwo irgendwelche Dellen, die ist auch nirgendwo irgendwie dicker oder übernäht oder so. Das ist super gemacht, in meiner Kopie mega geil. Dann kommen wir eigentlich jetzt zum Rest. Worum oder warum ist das Ding denn so geil? Weil die Gleitmatte von Dornfinger ist auch geil. Die ist auch geil. Die ist auch sehr, sehr ähnlich. Dornfingers Gleitmatte hat aber ein bisschen besseren Stoppi. Also die hat auch, die ist auch ein bisschen, sagen wir mal, die ist ein bisschen mehr Control und der Gleit kommt ja da von einem Coating. Das haben wir hier alles nicht. Coating gibt es hier nicht. Warum nicht? Ich werde euch kurz eine Technik erklären, die mir schon von anderen Mauspads bekannt ist, mit der ich selber auch bei einem Mauspad arbeite, was ich hoffe, euch irgendwann noch dieses Jahr zeigen zu können. Unser eigenes Mauspad, woran wir arbeiten, wovon wir schon mal einen Prototyp gemacht haben. Lange Geschichte. Auf jeden Fall gibt es ein Verfahren. Weiß ich, wir kennen es jetzt auch im ersten Jahr oder so, das Verfahren. Dass man mit Hitze Farben und Grafiken in Stoffe bringt bei Mauspads. Egal welcher Stoff, egal ob es ein synthetischer oder nicht synthetischer Stoff ist. Dieses Hitzetransferverfahren. Ich bin jetzt kein Textilexperte oder so, ich kann euch nur sagen, wie es ungefähr funktioniert. Durch die Erhitzung wird quasi die Faser oder die Pore geweitet, also wie geöffnet, ist ähnlich wie bei der Haut. Oder wenn ihr euch rasiert, vorher alles heiß machen, beim Barbier wird es geöffnet sozusagen, damit es eindringen kann. So, ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Somit kann man einmal eine Grafik oder Farbe ins Pad bringen, ohne es danach beschichten zu müssen. Nicht zum Beispiel wie beim alten Xtrafy GP4, wo dann einfach was raufgebracht wurde und eine Schicht drüber gemacht. Oder bei dem neuen Rocket, bei dem einen, was ich hier habe, wo einfach eine Grafik drauf gemacht wurde, wird einfach eine Schicht drüber gemacht. Das ist einfach das Billigste, was es gibt. Das kostet 0 Cent, die Grafik dann, gefühlt, ja. Das ist aber Schrott, weil es sich schnell abnutzt und dann das Pad unterschiedliche Eigenschaften kriegt an bestimmten Stellen. Aber bei diesem Verfahren, Grafik mit Hitze reinzubringen, ist die Abnutzung extrem gering, weil es kein Coating gibt. Mit diesem Verfahren kann man aber auch sein Stoffpad behandeln. Kennt ihr das noch von früher, wenn ihr eure Schnürsenkelenden ein bisschen abgebrannt, ein bisschen heiß gemacht habt? Das ist die extreme Version davon. Wie vulkanisiert, ja? Und das haben die hier bei dem Pad gemacht. Die haben das hier ein bisschen anders genannt, glaube ich. Die nennen das hier Using Heat Treatment to Close the Pores Instead of the Coating. Also die sagen hier, die haben eine Hitzebehandlung genommen, um die Poren zu schließen. Wie haben sie denn die Poren geschlossen? Im Endeffekt ist es, müsst ihr es vorstellen, das sieht man auch, also das Pad an sich, wenn ich das hier ins Licht halte, das hat hier so einen samtigen Schimmer ein bisschen, ne? Das ist auch sehr smooth und gut gleitend, also das ist schon glidy, so slidy, ohne dass es an Kontrolle verliert. Aber wenn ihr
dann von der Seite guckt, in diese Schimmern rein, sieht es so aus, als wenn es, also dieses Verödete, was ihr kennt von früher, von diesen Schnürsenkeln, so wie die aussahen, das seht ihr auch. Also ihr seht, dass es, als wenn es wie so abgebrannt wurde. Das könnt ihr sehen. Aber es ist komplett gleichmäßig. Also es fühlt sich nicht an einer Stelle irgendwie mehr oder weniger, sondern es ist perfekt uniform über dem ganzen Pad. Die X- und Y-Achsen sind gleich. Gleit ist sehr gleichbleibend, Start- und Stopppunkt sehr gleichbleibend. Also die gesamten Eigenschaften sind sehr linear. Sie selber sagen, dass auf Langzeitnutzung diese Linearität, also dieses, das gleichbleibende Gefühl, erhalten bleibt. Auch bei längerer Nutzung. Das glaube ich, weil ja die Faser, die abgenutzt werden könnte, ja eh schon verödet wurde, also vulkanisiert. Das hat einen weiteren Effekt gehabt. Das ist wasserabweisend. Das ist nicht wasserdicht oder wasserfest. Also wenn ihr das Wasser, was drauf ist, dann reindrückt, geht es trotzdem ins Pad. Aber wenn ihr mal so ein bisschen rauf tropft oder so, könnt ihr das schnell runterwischen. Da haben die so ein schönes Bild gemacht für euch. Total toll. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe leider kein Final No More Squat Water mehr da. Ich kann es euch nicht mehr zeigen. Und mein Saft ist auch alle. Pads sind einfach zu teuer. Ich kann keinen Saft mehr kaufen. Dann haben die halt noch 1000 mögliche Vergleiche. Dann haben die hier nochmal hier quasi ihr Surface euch nochmal gezeigt. In der Großaufnahme auf ihrer Seite. Die Seite ist gut gemacht. Hier unten noch schöne Fragen für euch. Leider alles auf Englisch. Does Focus 3 have a cloth surface? Ja, was denn sonst? Ja, was für eine Frage. Das ist halt, wie hat das Auto 4 Räder? Deswegen ist es ja das Focus 3. Also im Endeffekt, Leute, stabiles Pad. Ich nehme hier nochmal meine überteuerte F-Maus vom F-Boy und meine One of its only Hattie. Kann euch sagen, hier, Tiger Eyes. Oh, warte, nicht so doll. Läuft, Jungs. Alles cool. Stabiler Glide. Und, um es nochmal mit dem Eclipse zu vergleichen. Beim Eclipse hatte man das Gefühl, habe ich erklärt, dass wenn man das glidet, also wenn man trackt, dass sich das anfühlt, als wenn der Stoff so eine Welle bildet. Also dadurch diese Stoppsicherheit kommt, als wenn der sich so aufbäumt. Das kommt übrigens... Hab ein bisschen nachgeforscht und ein bisschen geguckt für euch. Die Art, wie beim Eclipse der Stoff auf den Kautschuk, auf den Gummi gepackt ist, ist so lose, dass sich für manche Leute das übrigens mit schlechten Mäusen oder schlechten Mausfeeds anfühlt, als wenn das Pad riffelt. Wollte ich nochmal gesagt haben, das ist hier nicht hier, bei diesen 4 mm ist es komplett dran. Hier kommt keine Aufwellung des Stoffs und die Kontrolle und der Glide kommt halt durch die Art, wie es gemacht ist. Perfekte Eigenschaften für mich. Der Donny, der Thomas von Dornfinger, hat schon ein Konkurrenzpad. Das habe ich schon hier. Das ist ihm sehr, 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 sehr ähnlich. Ich darf es euch leider nicht zeigen. Ich darf es auch nicht rausholen. Ich hole es eigentlich gerne raus. Ich würde es machen. Aber ich habe es hier und ich bin davon sehr beeindruckt. Und es wird kommen. Aber ich darf es euch erst eine Woche vorher zeigen, bevor es bei Dornfinger im Shop ist. Nicht, dass wie letztes Mal, als ich von den 54x54 erzählt habe, jeder gefragt hat, wann kommt das, wann kommt das, wann kommt das. Das wird kommen, Leute. Das ist geil. Das ist dem hier sehr ähnlich. Aber nicht dasselbe. Kann ich euch schon mal sagen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, das derzeit beste Stoffpad, was dieses Jahr rausgekommen ist, zu testen, in meinen Augen, was geilen Glide hat, schön smooth ist, womit man CS und Apex spielen kann auf jeden Fall, wo man geile Kontrolle hat, wo man alle Möglichkeiten hat, eine sehr, sehr hohe Produktqualität für einfach mal nur 30 Euro, 36, also 37 Euro mit Versand. Leute, hier, Focus 3 ist das To-Go-Pad derzeit und das ist, glaube ich, aus Schweden, Dänemark, wo war das? Irgendwo, keine Ahnung, war irgendwo aus dem EU-Raum. Das kam nicht aus Amerika, obwohl hier irgendwie alles wieder in US-Dollar war, glaube ich. Wir haben uns schon gewundert, nee, war das hier nicht? Ah, das war bei Extra Fein, ne? Ah, der war ja, keine Ahnung. Ich mache halt nichts selber, Leute. Ich laber nur hier immer Scheiße, 15 Minuten am Tag, immer die Woche. Und den Rest macht er da hinten. Ich habe eigentlich auch gar keine Ahnung, weil hier drüben ist ein Monitor und da steht alles. Psst. Jungs, wie gesagt, Focus 3, Fanatic, geiles Pad. Ich hoffe, hier kommt bald eine Tastatur und dann kommt noch diese neue Klatschmaus. Wird auch krass, glaube ich, mit der alten Tastatur. Die liegt da drüben, die war cool. Ich hoffe, die haben ein bisschen mehr gemacht als nur das Kabel und die Caps.
werde ich auch reviewen. Wir sehen uns bei der nächsten Review. Ich hoffe, euch hat das Tasting des Pads heute gefallen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es mich unten wissen in den Kommentaren. Ich werde eh nicht antworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.